herzlich willkommen zur neuen Folge Chaos auf Terponia. So, wir suchen immer noch unseren Fisch hier zum Leben erwecken, aber irgendwie, das hier will er nicht. Und vorhin ist er rausgegangen und ist zwar hier drin gestorben, ne? Weil mir fällt noch das Aquarium vom Vater ein, aber weiß ich, wie lange der das macht? Hm? Was zappelt da denn so? Oh oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, aber hier ist kein Wasser, oder? Da kann ich ja nichts. Nein. Und das Wasser will ja nicht, irgendwie. Halte durch, Frankenfisch. Ah. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ah, jetzt habe ich sowas verwendet, um ihn länger leben zu lassen. Da kommen wir ja doch zum Vater jetzt hoch ins Aquarium. Hm? Was zappelt da denn so? Oh oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Okay, kann ich ihn nochmal verwenden? Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwie... Okay, das Wasser ist immer gleich voll, von dem her gesehen. So, versuche ich mal jetzt, ob das vielleicht funktioniert. Das hat zwar vorher nicht funktioniert. Wobei da war... Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger wow, Idiot! Krass. Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium. Aber sofort! Komm zu Papa. Ich frage mich, wie er hier was reinlegt und rausnimmt. Als ob das was von einem Kraftfeld zusammengehalten wird, dass er auch so durch ja. Mit der Hand durchlaufen kann, ja. So, jetzt ist die Frage. Das müsste jetzt eigentlich zum Hafen auf das Nest kommen, oder? Ich weiß nicht, wie ich das da hochkriegen soll. Das wird so hoch. Oder legt es da hin und das Kabel selber hoch? Mal schauen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Ah, okay. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So, jetzt müsste eigentlich alles gestrichen sein von der Speisekarte, wenn mich nicht ganz irre. Ja. Wollen wir mal schauen, was das Restaurant jetzt hier anbietet. Das ist stattdessen weiter. Gibt es jetzt Rattenauflauf? Das behalte ich vielleicht für mich. Super. Die haben die Karte. Die haben so gestichelt das Rattenauflauf. Okay. Ja, wissen das, muss ich jetzt gerade Vater jetzt, weil der hat gemeint, dass er mir Plätze reservieren würde. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Che Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Okay. Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Lusianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also... Bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen.
bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Okay, Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Okay. Oh, jetzt. Schimpunzel, Schimpunzel. Dein Haar ist in die Blumen ohne... Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Verstehst du das gar nicht? Schlimpunzel, Schlimpunzel, Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Ich glaube, du sagst das war über Gabe, was ich jetzt Ein sage. Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal lieber Papa machen. Weil wegen ist so. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. ja. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Okay, ich habe 2 Leute, die mir auf Anhieb einfallen dafür. Der eine steht ab. Ach so, Moment mal, wir haben eh jemanden vergessen. Ach du Kacke. Mal schauen. Wo ist der wo? Ist er weg? Okay, er ist weg. Mal schauen, ob sie vielleicht weiß, wo unser Bonzo ist. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Okay. Ja, aber die Frage ist aber dann, wie komme ich weiter jetzt? Der ist ja nicht hier drin wieder, oder? Nee. Hat der Not irgendwelche Gedichte auf Lager gehabt? Der hat doch gedichtet, oder nicht? Entschuldigung. Hm? Du schon wieder. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Warte mal, tu mir mal Goal mal verwandeln in. Was ist die Lady Goal oder Baby Goal? Ich glaube die Lady, oder? Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's? Keine Sorge, wenn ja, sich die... Gut, okay. So, jetzt mal kurz diese Info-Seite hier wieder. Langsam fühlt sich das Ganze ein bisschen hier. Boah, diese Uhr müssen wir immer noch kommen. Da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das genau machen soll. Wir haben jetzt auch wirklich nichts Neues eigentlich dazu bekommen, in dem Sinne. Okay, warte mal. Essen, Essen, Essen. Welche waren die mit Essen? Ja, das habe ich jetzt ausgemacht. Zurückkehren, Liebe. Anfertigen lassen. What? Ich probiere dich Problem lösen. Ja, ach so, jetzt verstehe ich. Anzüge anfertigen, offizielle Einladung und Sieger an. Ach. Aha. Okay, ich sehe schon. Wir müssen eine Einladung anfertigen lassen. Die Frage ist nur, wie geht denn das? Das Kopfzeichen wissen wir auch nicht. Das ist eine Sackgasse zurzeit.
Ich besorge den Drachen. Also. Okay, wir sehen die Optionen, die wir haben. Ein Schreiber. Wir könnten uns ein Zeug herstellen, nein, theoretisch. Flusen. Nein, er ist bereits, nehme ich zumindest an. Ich habe auch nicht. Was mache ich mit Schwertfisch eigentlich? Nein, nehme ich zum. Es tut mir sehr, wir akzeptieren. Müssen es eigener. So steht es. Verdammt! Ich würde diesen Schredder ja schon, aber nicht mit meinen. Zu dumm, das. Aber so ist nun. Meine Sachen sind tatsächlich. Aber was ist ja nicht so. Nein, nehme ich zumindest. Das sieht ihn ja nicht mal. Automat. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Nein, nehme ich zum. Entschuldigen Sie, aber ich muss Sie darauf hinweisen. Was glaube echt nicht, was haben wir hier? Das Bananenkrümelgerät. Ich habe keine Ahnung, was für was das gut sein soll. Kann ich denn irgendwie. Nein, nehme ich zumindest. Nein, nehme ich zum. Wir haben ja die Brüder zerschreddert damals, aber was das eigentlich bringt, keine Ahnung. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Ich frage mich, was er vom Bett aus schreddern möchte. Fiebel jetzt vielleicht. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne, aber nicht mit meinem. Zu dumm, das. Aber so ist nur. Ich will nicht, dass es kleben schon. Meine Sachen sind. Aber warum? Es ist ja nichts. Also hier ist auch nichts. Ich glaube, ich finde mir nichts mehr. Kein Venedig zum Marktplatz. Kann auch die Flusen was bringen? Ich denke ja nicht. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Oder vielleicht kriegt er Schiss, wenn ich den Fisch ins. Das versuche ich, meine Sache. Fisch in die dazu lege. Ach nee, wenn jemand. Da geht's ja nicht. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Ja, wie krieg ich mir den? Weil ich habe der ist wahrscheinlich auch eine Lösung zur Zeit, aber wie kommen wir da nicht ran an den? Irgendwie. Ich kann mir auch nichts machen. Hier sehe ich ihn auch nichts mehr. Was ist mit der Uhr eigentlich? Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Mit den Verzweiflungstaten wirken.
Für den Leihabruf. Mit den Verzweiflungen. Mit den Verzweiflungen. Okay, hier geht's gar nichts. Müssen ihn die. Ich weiß nicht so recht. Also gerade fällt mir nichts ein, wo wir weitermachen können. Ach, wie können wir denn besser sprechen? So, das jetzt denn? Ich neue Pillen wieder. Was? Wo? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gullivers Spelunkenklo genommen. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Okay, Kuckuck. Verschwinde. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Ja gut, ich habe eine kleine Idee, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaltet morgen wieder ein bei Chaos auf Teponia. Bis dann, tschüss.